Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Arwen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben vor ein paar Tagen einen Post auf Instagram gemacht, wo wir euch gebeten haben, dass ihr uns ein paar Fragen stellt, die wir noch nie beantwortet haben, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Und da haben wir uns heute ein paar rausgesucht und die möchten wir heute beantworten. Genau, das heißt, ein Q&A wird es nicht ganz, aber ich glaube, nach ein paar Jährchen, Leute, kennt ihr uns ja jetzt schon, aber einfach mal ein paar Fragen, die wir, glaube ich, bis jetzt noch nie so richtig beantwortet haben. Und da sind ein paar super coole Sachen rausgekommen. Arwen hat zum Beispiel eine Insta-Story gemacht und ich habe wirklich einen Post gemacht. Das heißt, ihr konntet bis jetzt runterschreiben und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, weil ich bin schon echt gespannt. Ich auch. Arwen, wie viele Fragen hast du rausgesucht? Also ich glaube, ich habe 13 Fragen. Wie viele hast du? Ich habe ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe so um die 15 oder so. Aber wir schauen einfach nach, wie viel es dann sind. Also, bisschen mehr. Ich habe von jeder Frage, die ich cool fand, einen Screenshot gemacht. So, die ist jetzt einfach in meinen Fotos. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also, die liebe Leo-Nie2012 hat uns gefragt, sprecht ihr im Dialekt, wenn die Kamera aus ist? Also das ist lustig, weil wir kommen ja aus Österreich, beziehungsweise aus Wien. Und da ist es halt irgendwie sehr verbreitet, dass die Österreicher und dass die Wiener halt einen Dialekt haben. Aber wir tatsächlich sprechen genauso wie in den Videos und halt eben auch hinter der Kamera so. Und außerdem sind wir auch so wie vor der Kamera. Vielleicht sind wir nicht immer so energiegeladen. Aber wir verstellen uns halt überhaupt nicht. Wir sind so, wie wir sind auch vor der Kamera. Also, wie wir uns streiten, zeigen wir es natürlich nicht. Tatsächlich kann ich auch gar nicht im Dialekt reden. Ich kann ein bisschen im Dialekt reden. Weil ja, ein bisschen. Wir haben mal, wie ich ein bisschen kleiner war. Waren wir mal ein bisschen in der Steiermark und halt viele von unserer Verwandten kommen aus der Steiermark. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ob das überhaupt steirisch ist, dass ich da gerade rede. Ich glaube aber nicht. Genau. Die Kirschbaumhanna hat gefragt, welchen Beruf wollt ihr nach der Schule machen? Also ist eine Frage für uns. Das ist eine super Frage. Okay, also ich beginne jetzt mit meiner. Also ich möchte nach der Schule auf jeden Fall in Richtung Bühne weitermachen mit Singen, Tanzen, Schauspielen, weil ich das auch so als Hobby gerne mache. Und ich glaube, bei der Ilia, wie ist das bei dir? Also jetzt war eigentlich lange das Thema Musik für mich in Frage. Halt eben, dass ich auch studiere, vielleicht sowas wie Musical oder Klassik. Aber jetzt habe ich irgendwie einen neuen Part für mich gefunden und zwar wirklich das Moderieren. Weil mir das einfach wirklich super Spaß macht, dieses Reden, weil ich rede sowieso super gerne. Am liebsten eigentlich Blödsinn. Fakten erzähle ich auch sehr, sehr gerne. Und jetzt, weil wir halt eben auch beim ORF sind und diese super Option haben mit dem ORF Kids Player, dass wir da die 3 Sendungen moderieren dürfen, das kommt auch super. By the way, ihr könnt gerne mal vorbeischauen auf kids.orf.at, weil da findet ihr die Arwen und mich mit 3 neuen Formaten und 2 davon sind von uns selber und wir sind super, super stolz drauf. Ich sag's nochmal kurz, Klingklang, So denkt das junge Österreich sind von uns und dann noch die Yeah-Show. Die Talkshow für coole Kids, genau, da sind wir eben dabei und da hat sich das jetzt irgendwie für mich ein bisschen so neu geöffnet, das Moderieren und das finde ich einfach super interessant. Das ist eine super Frage von A.Schliebi. Okay, ich hab's so richtig. Und zwar, wer macht mehr im Haushalt? Okay, auf 3 zeigen wir entweder auf dich oder auf mich, okay? Du kannst auch auf dich selber zeigen, okay? 3, 2, 1. Okay, Arwen? Ich habe auf dich gezeigt. Ich habe oben gezeigt, niemand macht das. Doch, ich mache viel mehr. Ja, okay, also von uns beiden. Ich gehe mit dem Hund Gassi, wenn ich von der Schule nach Hause komme. Nicht immer, aber manchmal. Früher, als die Babykatzen noch kleiner waren, habe ich jeden Tag Futter gemacht. Abend, ich Mittag, hab's ja auch in der Früh manchmal gefüttert. Ich räume sehr oft den Geschirrspüler ein und aus, wenn meine Mama gerade keine Zeit hat. Ich mache auch manchmal Frühstück. Das mache ich auch. Und ich mache auch mal Abendessen, wenn du vom Tanzen am Abend spät nach Hause kommst. Du bist aber auch eine ältere Schwester. Ja, ich sag ja nur. Nein, also die Ilia macht schon sehr viel mehr im Haushalt. Also ich bin zwar weniger als Abend zu Hause, glaube ich. Ja. Aber ich halt jetzt eben, glaube ich, einfach, weil ich älter bin und mir denke, ich muss das sowieso irgendwo mal alles alleine machen, gewöhne ich mich schon mal an das Wäsche waschen, sauber machen und Küche aufräumen und kochen. Ja, also ich glaube, ich. Ja, die Idee macht mehr. Die Carla.rkm hat gefragt, wer von uns besser in der Schule ist. Okay, machen wir es wieder. Ja. Okay. 3, 2, 1. Okay.
Also wir sagen, wir sind beide gut in der Schule. Also ich finde dafür, dass wir neben der Schule auch noch unsere Hobbys super gerne ausleben und eigentlich auch nicht echt viel machen, zum Beispiel das Tanzen. Und ich habe auch noch das Singen nebenbei und all diese Sachen mit der Schule, auch chorische Auftritte und so. Finde ich, dass wir keine schlechten Schüler sind. Ja, wir sind eigentlich ziemlich gut in der Schule, finde ich. Ja, was hast du so für Noten? Ja, also ich habe eigentlich 1 und 2 nur. Und du? Ich habe 1er, 2er, ab und zu auch ein 3er und wenn ich einen schlechten Tag habe, halt ein 4er. Aber ich finde, das kommt natürlich nicht so oft vor, weil wenn Schule ist, dann muss man sich auch fokussieren. Also das Motto meiner Eltern ist halt immer Hauptsache durchkommen. Aber ich finde, so ein bisschen besseres Zeugnis ist natürlich auch nicht schlecht. Ich belohne mich dann auch irgendwie immer selber, weil ich mir dann einfach sage, hast du gut gemacht, Ilia. Und ich finde, gute Noten geben einem auch echt Motivation. Ja. Vor allem, ich bin auch in der Matura-Klasse, da muss man halt eben auch schauen, dass man gute Noten hat für die Matura und für die Bewerbungen. Und ich meine, das Leben geht ja jetzt dann nicht, dann hört ja nicht auf nach der Schule für mich, sondern wups, geht's gleich weiter. Aber wir sind beide gut in der Schule. Ja, würde ich auch sagen. Und vor allem, wir lieben Schule auch. Also ich sage jedes Mal noch, ich bin super dankbar, dass wir die Möglichkeit hier in Österreich haben, so ein gutes Bildungssystem oder ein Schulsystem halt eben zu haben. Natürlich, ein paar Sachen könnte man ändern. Aber ich bin super dankbar, dass wir lernen dürfen. Ich mache weiter mit der Frage von der lieben Mia. Und sie hat gefragt, wie verbringt der Husky, also der Aski, seinen Tag bei euch? Das ist eine super Frage, aber die beantworten wir jetzt nicht, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein eigenes Video wert. Weil was der alles den ganzen Tag macht, das kannst du echt nicht vorstellen. Deswegen, der Witz! Crazy. Nein. Aber er kann schon viele Tricks und die übe ich auch ganz brav mit ihm, weil das ist ein Husky, der muss natürlich beschäftigt werden und vor allem er ist so schlau und er mag diese, und so brav, diese körperlichen und auch mit dem Kopf, wenn er ein bisschen mit dem Kopf denken muss, das liebt er über alles. Deswegen übe ich dann, wenn ich die Tricks richtig gut kann, mit dem Husky, dann kann ich es euch zeigen. Okay, ich mache jetzt aber noch eine zweite Frage. Okay. Und zwar eine Fanpage, und zwar iliaswelt.glitzerfan hat gefragt, wurde dir schon mal in der Schule von einem Lehrer wegen YouTube angesprochen? Also bei mir ist es so, ich beginne jetzt, ja natürlich, aber eigentlich nur Gutes. Also sie haben so richtig, sie supporten mich eigentlich dafür, dass ich YouTube mache. Und bei dir? Bei mir ist es so, die Lehrer haben mich auch angesprochen und haben gesagt, hey, ich habe gesehen, was du machst. Und dann haben sie aber auch zu mir gesagt, jetzt nur, weil du halt eben ein bisschen bekannter bist, brauchst du es gar nicht denken, dass sich das auf deine schulischen Leistungen irgendwie einwirkt. Und ich so, auf gar keinen Fall, bitte, ich möchte ganz fair bewertet werden. Das hat wirklich eine Lehrerin zu mir gesagt, weil es ist das Wichtigste für mich, genauso bewertet zu werden wie die anderen, weil ihre Tochter, glaube ich, ist ein Fan von mir. Und deswegen war es mir umso wichtiger, dass da ganz normale Schüler-Lehrer-Basis ist für mich, für eine angenehme Atmosphäre in der Schule und natürlich auch für die Lehrerin. Die liebe xalina.xbilly hat gefragt, was ist euer Lieblingsbrettspiel? Okay, auf drei sagen wir es. 1, 2, 3. Dixit. Ja! Wir haben einfach beide das gleiche Spiel. Oh Gott, die Mikros haben übersteuert wahrscheinlich. Nein, aber wir lieben das Spiel. Das ist auch echt lustig und irgendwie auch sehr kreativ, finde ich. Also Dixit, für alle, die es nicht kennen, das ist ein Brettspiel, wo man halt eben ein Spielfeld hat und mit den Spielfiguren. Und statt irgendwelchen Karten, wo was draufsteht, hat man Bilder und man muss sich eben zu jedem Bild eine Überschrift überlegen. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn da ganz viele Farben in Frühlingsfarben sind, kann man sagen, der bunte Frühling. Ja, oder der Frühling ist erwacht und dann müssen die anderen Spieler, das ist ein super billiges Beispiel, aber nur damit ihr es euch vorstellen könnt, müssen die anderen Mitspieler eine passende Karte euch geben. Zu der Überschrift und dann entscheidet der... Nein, werden alle aufgelegt und die anderen müssen entscheiden, welche deine Karte war. Also welche war die originale Frühlingserwacht. Karte. Es ist so kreativ und klug eigentlich, dieses Spiel, deswegen. Vor allem, man denkt auch urnach so, weil manche Sachen sind echt tiefgründig auch. Ja, es gibt zum Beispiel ein Foto mit Trauben. Da habe ich mal irgendwie dazu, glaube ich, ein Einhorn, irgendeine Überschrift mit einem Einhorn gemacht. Und es gibt auch mal so viele Karten mit Einhörnern. Da war ich früher so verliebt in die, ich wollte mir die mal klauen. Ich hatte mal eine Karte mit einem Schlüssel und da war ein Labyrinth drinnen. Und dann habe ich gesagt, Schlüssellabyrinth. Also muss dazu sagen, wir waren noch echt klein, aber dann ist es halt ur-obvious, welche meine Karte war. Aber das ist echt ein mega Spiel. Ist ein bisschen kostspieliger, vor allem wenn man sich auch neue Karten dazu kaufen möchte. Aber meine Lieben, wenn ihr ein schönes Familienbrettspiel haben wollt für ein bisschen ältere Kinder und Erwachsene, dann holt euch Dixit. Ich habe die nächste Frage von der lieben Rule and Yvonne. Wollt ihr später mal heiraten und eventuell eine Familie gründen? Auf drei sagen wir. 3, 2, 1. Ja. Also ich will auf jeden Fall eine Familie gründen. Ich aber auch. Ich glaube nicht so eine große Familie, wie wir es jetzt, glaube ich, sind. Weil ich bin,
Ich auch. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich bin eine Person, die gerne im Mittelpunkt steht. Und wenn ich dann so viele Kinder um mich herum habe, dann glaube ich, werde ich auch ein bisschen, keine crazy. Ahnung. Nein, nicht crazy, aber ich meine, Respekt an meine Eltern, dass sie das gut gehandelt haben. Man muss auch sagen, wir sind so brave Kinder. Aber ich glaube, 3 oder 4, 5 Kinder, glaube ich, ist mein Maximum. Echt? So viel? Ja, ich glaube 3 oder 4. Ich hätte so 2 bis 3, 4. Wenn man mehr als 3 Kinder hat, dann muss man sich ein größeres Auto kaufen. Man muss auch gleich ein bisschen... Ja, schon so. Also ich auf jeden Fall ein bisschen preislich auch denken. Bei mir ist nicht mehr lange Hotelmama. Ja, ist eigentlich eh klug. Aber ja, natürlich wollen wir eine Familie gründen. Wollen wir eine Familie gründen? Eine Familie gründen. Ja, also nicht wir gemeinsam, sondern nächste Frage. Okay. Sternchen Power hat gefragt, welcher Ort war der beste, wo ihr bis jetzt hingereist seid? Also ich habe auch noch eine andere Frage, die heißt irgendwie, wo wollen wir auf jeden Fall mal hinreisen? Und ich glaube, das verbinden wir irgendwie. Okay. Bestes Ziel sagen wir wieder gleichzeitig, weil ich finde das lustig. Oh Gott, okay. Warte. Oh Gott, ich habe 2. Ich habe definitiv nur 1, glaube ich. Oder? Okay. Oh, warte, das muss ich auch überlegen. Okay, wir machen einfach. Auf 3. 1, 2, 3. Paris. Ibiza. Stimmt, Ibiza. Shanghai. Alle 3. Ja, und stimmt. Kroatien. Okay, ja gut. Alles, können wir mehrere sagen? Jetzt also, ja, ich hänge halt so an Plätzen. Also Ibiza liebe ich halt total im Sommer. Paris ist einfach Stadt der Liebe. Traumhaft, oh kann mein man Gott. Einfach immer hinreisen. Shanghai, das wow, ist wie in einem, nicht wie ein Fiebertraum, aber einfach ein wie ein Traum. Es ist so ein Filmriss bei mir. Ich habe das, glaube ich, alles weil ich noch so klein war in Shanghai. Unreal. Das ist alles noch so, das habe ich nie erlebt gefühlt. Also, aber... Und Kroatien natürlich mein Herz auch. Und mein Sinn schwebt stets nur für Wien. Wien, Wien, nur du allein, es soll stets die Stadt meiner Träume sein. Also, nein, das war also, ja. Aber, ja. Also, nein, Wien ist auf jeden Fall wirklich die Stadt meiner Träume. Aber es gibt so viele schöne Plätze und die möchte ich auf jeden Fall auch noch. Ja. Bereiten. Was ist dein Lieblingsreiseziel? Also wohin möchtest du unbedingt mal hin? Also das ist super schwierig, weil es gibt so viele schöne Orte auf der Welt, vor allem super schöne Städte, aber auch so was die Natur angeht, mit Wandern und Schwimmen und das Meer, super schöne Orte. Aber ich glaube, mein nächstes Reiseziel, was ich anstrebe, so crazy es auch klingen mag, aber ist Tokio. Ja, Tokio ist echt krass. Einfach, weil ich das Essen liebe. Weil... Den ganzen Blödsinn, den sie dort verkaufen. Ich bin sowieso ein Opfer, das alles toll findet. Vor allem, sobald irgendwo eine Hello Kitty drauf ist oder irgendwas Süßes. Und sie ja, ich love you. Nein, also bei mir ist es auf jeden Fall auch Tokio, aber auch Brasilien. Hawaii? Was? Ich dachte, du bist ja aber nach Hawaii. Brasilien? Nein, ich liebe Brasilien. Ich will unbedingt mal nach Brasilien. Aber Tokio auch. Und Hawaii und Griechenland und... Griechenland, stimmt. Aber das ist alles so teuer, Leute. Aber Brasilien ist echt schon... Wenn ein Flugticket einfach nur so 100 Euro Maximum kosten würde oder darüber noch wollen billiger, wir auch gar nicht reden. Dann würde ich eh überall hinreisen. Aber das ist halt so schwierig, wenn man so viele Leute ist. Oder man kann auch gleich hinrudern, schwimmen. Oder Radfahren, ja? Oder wir lassen uns einfach vom ASCII ziehen. Okay, ich mache gleich die nächste Frage, weil ich habe auch eine Reisefrage und zwar, ich habe sie vergessen, warte kurz. Ja, und zwar, wir wurden noch gefragt, ob wir gerne mal eine Weltreise machen wollen. Natürlich, hallo, was? Oh, wie? Natürlich. Also, da brauche ich gar nicht mehr dazu geben, ja. Das wäre ja urarg, ja, natürlich. Die liebe Lilly.mani hat uns gefragt, durfte Ilia bei Arvens Namen mitentscheiden? Also, tatsächlich, du das ist gar nicht das, sagen. Warte, ich mag ganz kurz was sagen. Das, was ich weiß über meinen Namen, wie er entschieden wurde, war von Timmy und Ineas, weil sie haben Herr der Ringe geschaut und wie ihr wisst, kommt in Herr der Ringe auch Arwen vor und das ist eine Elbe. Und Timmy und Ineas waren so verliebt in den Namen und deswegen wollten ich sie in das. Die in in die Elbe. In die Elbe. Und deswegen wollten sie, dass ich Arwen heiße. So. Weiß ich es zumindest, aber jetzt sagt da brauche ich die Frage nicht mehr beantworten, weil ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich bin viel zu klein. Kurz noch zu meinem Namen. Arwen kommt nicht nur aus Herr der Ringe, sondern ist ein walisischer Name und wird Arwen ausgesprochen, also mit einem U. Und mit einem rollenden R. Und kommt aus England, aus dem Norden und heißt auch königliches Mädchen. Dann mein Mittelname ist Montserrat und das heißt Heiliger Berg. Sag noch kurz, warum. Das kommt nämlich aus dem aus dem Spanischen. Und warum ist er Spanisch? Weil meine Taufpatin Kolumbianerin ist. Genau. Und dann mein Letztname, Saide, ist ein Holunder, also heißt Holunderblütchen. So zärtlich bist du gar nicht. Spaß.
Aber Saide ist auch eine Mozart-Oper, also ist auch wieder ein Mozart-Name. Das haben wir alle irgendwie so ein bisschen drin, einen Mozart-Namen. Aber halten wir nochmal kurz fest. Ich heiße Arwen Mozarat Saide und Arwen haben meine Brüder eigentlich ausgesucht, genau, und die anderen Namen kommen von meinen Eltern. Die liebe Your Faith Mila 9 hat geschrieben, habt ihr schon mal so arg gestritten, dass ihr tagelang nicht mehr geredet habt? Nein, eigentlich nicht. Also wenn ich glaube es nicht. Naja, wenn wir mal streiten, ist es halt irgendwie immer so, dass wir dann danach so tun, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir zu abhängig voneinander sind. Weil zum Beispiel ich habe ein paar Sachen, die Arwen von mir braucht und Arwen hat ein paar Sachen, die ich von ihr brauche. Beziehungsweise es ist eher mehr andersrum, dass du mehr Sachen von mir brauchst. Was brauchst du von mir? Gar nichts eigentlich. Ja. Das Einzige, was ich von Arwen brauche, ist die Klamotten mir zurückholen, die meine Mutter in ihren Wäschekorb reingegeben hat und sie mir nicht zurückgibt und sagt, ja, die war in meinem Wäschekorb, ich wusste gar nicht, dass du die eigentlich hast. Das ist die einzige Abhängigkeit, die ich von dir habe. Ja, aber und ich komme immer zu Ili, um mein iPad zu holen, das sie in der Schule verwendet. Ja, du hast aber gesagt, du hast gesagt, ich brauche es nicht und ich habe sowieso wofür Geld ausgeben für ein iPad, so, wenn wir Ehren okay, haben. Okay, gut. Ja, Leute, das beginnt jetzt schon der Streit. So entstehen bei uns solche Streitereien, weil wir einfach voneinander abhängig sind. Aber das ist halt auch normal bei Geschwistern, weil die eine hat das bekommen, dafür die andere das oder ja, whatever. Und du verwendest immer mein MacBook, just saying. Die liebe Lotti hat gefragt, was wäre eure Traumrolle und in welchem Musical? Boah. Das ist schwer. Ich habe so viele Lieblingsrollen. Ich weiß, dass es gerade in London ein urcooles Musical gibt, glaube ich, ist das. Und zwar, da spielt Chihiros Reise ins Zauberland. Was? Wunderland, ja. Und das würde ich sehr gerne, da würde ich sehr gerne mitspielen. Boah. Oder es mir zumindest anschauen, das sah so cool aus. Das ist schon krass. Boah, stell dir mal vor, du darfst so die Chihiro spielen in sowas, das wäre schon cool. Auf jeden Fall auch so ein Film. Bei mir weiß ich es tatsächlich nicht. Es gibt ja auch so extrem viele Filmmusicals, die ich super lustig zum Beispiel finde. Zum Beispiel Into the Woods. Das ist ein mega Filmmusical, da hätte ich auch super gerne einfach mitgespielt. Aber wenn wir schon was spielen, dann würde ich gerne was zusammenspielen. Oh nee, da also kommt der Konkurrenzkampf beide wieder hoch. Spaß. Nein, wir sind ja auch zwei komplett andere Stimmfarben. Aber nein, zum Beispiel Wicked, falls das wer von euch kennt, hat super schöne Lieder drin, vor allem auch viel Brustiges, was ich super gerne auch mag. Aber zum Beispiel sowas wie, wie heißt das? Natürlich Blond. Wird natürlich auch mal lustig sein. Oder auch Elisabeth ist wunderschön. Oder natürlich in Mozart, nicht eine kleine Mozart-Rolle, also nicht die kleine Mozart, sondern zum Beispiel das Nannerl oder so. Wäre ja auch eine Möglichkeit, also das wäre jetzt nicht meine Traumrolle, aber das sind einfach so Sachen, die ich einfach gerne mal probieren würde auch. Oder Tanz der Vampire, super schön. Das Phantom der Oper kommt jetzt nach Wien, da gibt es natürlich auch viele Frauenrollen, die ich auch mal ausprobieren will. Oder Mama Mia eben, ja, mit Sophie, wäre natürlich auch mega. Also Leute, da gibt es super viel, dass ich einfach echt gerne mal spielen würde. Vor allem einfach nur auch, meinetwegen auch gerne einfach als Statist oder als Nebenrolle, einfach für das Feeling, um mit dabei zu sein und überhaupt zu sagen, was zu spielen. Ja, das ist super schön. Aber so ein Hauptröllchen wäre natürlich auch schon ganz nett, ne? Also, soll das alles gar keinen Fall arrogant rüberkommen, Leute. Ich rede mit euch wie mit meinen Geschwistern. Nächste Frage. Also die Sarah.vkwfs hat gefragt, was ist eure Lieblingserinnerung? Boah, da gibt's viel. Ja, also es gibt nicht eine Erinnerung. Wir haben halt, also bei mir ist es zumindest so, alles, was ich mit meiner Familie mache, ist so quasi eine Erinnerung für mich. Und einfach, es sind wirklich schöne Erinnerungen. Also wirklich die Sachen, die ich mit der Familie zusammen mache, sind so meine schönen Erinnerungen. Ich hab, also eigentlich alle meine Erinnerungen, die ich besitze, sind für mich schöne Erinnerungen. Weil ich meine, jeder Tag zählt einfach. Jeden Tag macht man einfach so eine kleine Erinnerung. Aber natürlich Shanghai, als wir diese riesengroße Shopping-Mall entdeckt haben. Oder als unser erstes Video voll durch die Decke ging und ich und mein Papa im Auto nebeneinander gesessen sind und haben uns angeschaut und dachten uns, was geht eigentlich ab? Weil das war natürlich komplett neu für uns. Wir waren von, ja, kennt man halt so ein bisschen zu, wow, das sind die zwei, die Rollschuh fahren. Und wir wurden halt dadurch ein bisschen bekannt. Und das ist halt schon echt, wo man sagt, puh, das war schon so ein Star-Moment. Dieses Gefühl kann ich mich immer wieder zurückerinnern im Auto, da, als ich daran gedacht habe. Oder unser erster YouTube-Button, unser erstes Fan-Treffen damals, wow. 2019 auf der Vienna Comic Con. Das ist auch alle Erinnerungen, die wir mit euch gemacht haben. Unsere Deutschland-Tour damals mit unserem Schülerkalender.
Und was gibt's noch alles? Das Fantreffen letztens in Linz, unsere ganzen Familienurlaube. Natürlich, alles mit euch war auch eine wirklich schöne. Ja, und die Katzen, alles. Alles, das Zimmer. Meine ganze Familie, alles, was wir erlebt haben und auch vor allem auch mit euch teilen konnten. Mhm. Das sind natürlich eigentlich alles so Erinnerungen, wie so ein Gehirn, das man durchscrollen kann. Nein, so ein Erinnerungsbuch, das man einfach durchscrollen kann und sich anschauen kann. Dann hat die liebe Leonie gefragt, was ist euer größter Flex? Kurze Begriffserklärung für alle, die nicht wissen, was ein Flex ist. Ein Flex ist etwas, womit man angibt, worauf man stolz ist. Ich weiß nicht, ist das ein gutes zum Beispiel, wenn oft so damals in der Unterstufe bei mir haben die Jungs geflext mit ihrem neuen, keine Ahnung, teurem T-Shirt oder so. Einfach, wo man so ein bisschen angibt. Und ich glaube, mein größter Flex ist meine Familie. Ja, da stimme ich zu. Alles eigentlich, was ich besitze. Ein Flex. Super. Nein, also ich glaube wirklich, also meine Familie ist schon ein Flex, kann man, also wenn man so sagen kann, ist schon auf jeden Fall ein Flex. Und natürlich, ihr seid mein allergrößter Flex. Die liebe Michelle hat gefragt, wie wärt ihr jetzt, wenn ihr nie mit YouTube angefangen hättet? Also Leute, wir machen keine Show so für YouTube. Wir sind genauso vor der Kamera wie auch hinter der Kamera. Und wir verstellen uns auch irgendwie nicht. Und ich glaube, wenn wir nicht YouTube machen würden, sind wir eigentlich genauso oder wären wir genauso. Also von der Persönlichkeit her und, glaube ich, vom Aussehen hätten wir uns jetzt nicht viel verändert. Naja, die Umstylings. Nein, das stimmt schon. Aber ich denke mir, einzig und allein die ganzen Möglichkeiten, die wir hatten wegen YouTube, also das ist echt schon crazy. Zum Beispiel A Night at the Mall. Das wäre gar nicht möglich gewesen ohne YouTube. Unser eigener Schülerkalender. Unser Leben wäre viel langweiliger eigentlich. Wirklich. Also ich glaube, sonst wäre ich jetzt einfach so ein Mädchen mit blonden Haaren. Hat viele Geschwister, singt gerne. Niemand kennt sie. So würde ich es jetzt nicht sagen. Nein. Ich hätte schon irgendwie meinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Ja. Ich bin da viel zu Rampensau. Fazit ist, mein Leben wäre super langweilig. Und deins auch, glaube ich, oder? Ja, aber was jetzt die Persönlichkeit betrifft, wir wären genauso wie jetzt gerade. Das glaube ich auch. Die liebe Fanpage Arvens Unterstrich Rainbow hat gefragt, Lieblings-Starbucks-Getränk. Also, was ist unser Lieblings-Starbucks-Getränk? Also, wie man bei fast allen Essensvideos sehen kann, bei mir ist es auf jeden Fall ein kalter Chai-Latte-Tee. Bei mir auch. Tatsächlich, ich bin gar kein Kaffeemensch, weil ich finde, es ist ja Kaffee macht Mundgeruch, eine braune Zunge und gelbe Zähne. Und es schmeckt bitter, es ist einfach nicht so. Und vor allem bei Starbucks hauen die so viel Zucker rein, dass man eigentlich nur noch Sirup schmeckt und gar keinen Kaffee mehr. Aber bei Starbucks trinke ich, also mein Haupt-Favorite-Getränk für ever ist kalte Chai Latte. Dann kommt im Sommer die Cool Lime dazu, weil das ist einfach so juicy mit den Eiswürfeln und diese Cool Lime, das ist einfach, kühlt mich von innen super gut. Und das Coole ist, ganz kurz, bei der Chai Latte Tee, im Winter kannst du es heiß trinken und im Sommer kannst du es kalt trinken. Du kannst es aber auch im Winter einfach kalt trinken, das geht einfach immer. Ja. Und heiße Schokolade eben, aber nur in heiß. In kalt schmeckt sie mir tatsächlich nicht. Die Chai Latte schmeckt mir nur in kalt, aber die heiße Schokolade nur in heiß. So, ich habe noch eine nächste Frage und zwar, könnt ihr jemals vegan leben? Und sie hat noch geschrieben, ob wir sie grüßen können. Liebe Genta, wir grüßen dich. Danke für deinen Kommentar. Also bezüglich vegan, also ich lebe ja jetzt schon vegetarisch. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwer für mich, weil ich bin ein Picky Eater. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Ich esse nur ganz, ganz wenig eigentlich, weil ich so... Also sie isst viel, aber sie isst jetzt von den Sachen, was es zu essen gibt, wenig. Weil ich mag zum Beispiel kein gekochtes Gemüse und kein gebratenes Gemüse. Das ist zum Beispiel in einem Restaurant, wo es zum Beispiel nur vegetarisches oder veganes Essen gibt, ein bisschen schwierig. Und das, was dann zum Beispiel diese ganzen Burger angeht oder so, das mag ich gar nicht. Und Fisch esse ich auch nicht, schmeckt mir aber nichts, finde ich auch. Aber dafür sind so Sachen wie Käse und Eierspeis, finde ich dann zum Beispiel wieder super lecker. Das ist dann für mich wieder so ein Auffang, dass ich dann doch zum Beispiel in der Früh einfach ein bisschen was essen kann. Weil wenn ich mir dann vorstellen müsste, vegan zu leben, dann könnte ich kein Butterbrot mehr essen, weil in der Butter ist ja wieder was von Kühen drin. Und dann dürfte ich nur noch das Brot essen, obwohl... Spaghetti geht noch, Ilja. Spaghetti geht, aber dann kann ich sie zum Beispiel nicht mehr mit Parmesan essen. Da müsste ich dann... Also ich meine, es gibt für alles super gute vegane Alternativen. Und ich zum Beispiel Erdbeeren. Unsere Erdbeeren. Unsere Erdbeeren, ja, die würde ich am liebsten essen. Aber ich finde, es gibt für alles super, super tolle Alternativen und alle, die vegan leben, haben meinen vollsten Respekt, dass sie das durchziehen können. Aber ich glaube, für mich, vor allem, weil ich auch noch in der Entwicklungsphase bin und ich einen extremen Eisenmangel habe und irgendwie gar keinen Überblick drüber habe, also wegen, so, ja,
dass es einfach, glaube ich, für mich nicht möglich wäre. Also bei mir ist es so, ich esse ja wirklich alles. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, es gibt so viele Alternativen schon für vegan. Und denke ich mir, es würde gehen, aber ich würde es nicht machen. Wir könnten natürlich mal, sorry fürs Unterbrechen, aber wir können natürlich mal ein Video machen mit einem Tag lang vegan leben und dann so ein Fazit geben, wie es uns, vor allem, man muss dann so drauf schauen, was man isst. Weil überall, auch wenn man gar nicht dran denkt, ist überall ein bisschen was Tierisches drin. Sei es nur ein Ei oder ein Schuss Milch oder ein bisschen Butter oder sowas. Man guckt da gar nur nicht drauf. Nur noch mal Spaghetti ernährt. Nein, da müssen wir zum Beispiel in einen Bioladen gehen und veganes Essen kaufen. Vegane Milch, ich meine, da gibt es ja Sojamilch. Aber wir hatten ein Riesenthema gerade in Biologie und in Geografie, weil alle Veganer trinken dann zur Ergänzung eben Sojamilch. Aber Soja ist dann wiederum super umweltschädigend, weil Soja so viel Wasser braucht und das ja hauptsächlich, glaube ich, in Asien angebaut wird. Das heißt, das Soja kommt auch noch von irgendwo auf der Welt, wird eingeflogen zu uns nach Österreich. Ich glaube, in Österreich ist es gar nicht so verbreitet. Aber das saugt super viel Wasser ein, ist super schlecht für die Umwelt. Aber dann denkt man sich wieder, und Soja braucht man, um die Tiere zu füttern. Und das Fleisch dann wieder ist halt auch nicht so. Also das ist ein ewiger Zyklus, der sich einfach niemals schließt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut ausbalanciert bei uns gerade, dass manche Leute vegan leben und manche nicht und manche vegetarisch. Also ich glaube, so wie es ist, natürlich kann man überall verbessern. Aber das war ein riesengroßes Diskussionsthema gerade bei uns, weil ich war so, Frau Professor, Soja braucht doch super viel Wasser zum Anbauen und umweltfreundlich ist es auch nicht gerade. Und dann haben wir darüber geredet und es ist wirklich ein Thema, worüber ich stundenlang reden könnte. Aber ich will euch natürlich nicht langweilen. Naja, aber bei mir, ich glaube, für ein paar Tage oder so würde ich schaffen, aber sonst nicht. Nein, dafür liebe ich einfach auch so Sachen zum Backen und Kochen. Ich liebe es einfach, du könntest Eier keine Cookies mehr essen. Wenn ich kann keine Cookies mehr essen, keine Eierspeise mehr essen. Kein Kuchen. Kein Eierreis mehr. Oh, stimmt. Reis ist zum Beispiel wieder vegan. Das könnte man auch essen. Ja, aber ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Ich glaube, ich auch nicht. Ich liebe Käse einfach. Ich bin so ein kleines Käsemäuschen. So, meine Lieben, das waren jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Fragen als nur die 10, die wir beantworten Aber wollten. Jetzt seid ihr auch mal wieder so ein bisschen geupdatet. Up to date. Und ich liebe solche Videos sowieso, weil da kann man einfach nur reden und Fragen beantworten. Oh, schau mal, das Katzilein. Sie fand es auch echt interessant. Ja. Schau mal, wir haben immer noch unsere Babykatzen. Das ist übrigens Chili. Die Chili gerade hier so zärtlich ist. Okay, nein, aber wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und ihr seid ein bisschen wieder mehr informed oder konntet ein bisschen mehr wieder über uns herausfinden, weil ich finde das auch super schön, dass wir hier über YouTube einfach so ein offenes Feld haben. Genau, so, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und ich mache mir jetzt auch eine gute Käseblotte. Warte, was hast du gesagt mit Käsetiger? Mein Käsekätzchen. Die ist so lustig. Es gibt so eine Show, so Trash-TV. Okay, egal. Also. Die liebt Käse und dann hat sie so ein Käse-Date mit so einem Typen, der liebt auch Käse. Und dann sagt er so, oh, ich liebe Käse. Und sie so, oh, hör auf, ich auch, Käse ist meine Leibspeise. Und er so, nee. Und sie so, doch, mein Käsetiger. Und er so, oh, mein Käsekätzchen. Du bist mein Gott. Ja, sorry, okay. Leute, wenn ich uncringed von mir, tut's mir leid. Ich finde es lustig. Also, auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr jetzt auch wieder ein bisschen geupdatet seid. Das haben wir schon dreimal gesagt. Ja, sind sie. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Küsschen bis zum nächsten Mal. Und macht euch auch eine Käseplatte. Oh, so blöd. Eigentlich sollten wir mal wieder nach Frankreich, weil dort haben die ja den besten Brie. Ich liebe Brie. Brie ist mein Lieblingskäse. Zum Käsekätzchen. Nein, aber der ist wie Butter und du hast richtig frisches Brot und dann schneidest du sie so ein Brie und so. Ein Gaumenschmaus. Ein Gaumenschmaus. Du bist mein Käsekätzchen.